Willkommen zurück, Freunde, bei Skyrim. Verschwindet. Espern, mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Schon gut, Delfine hat mich geschickt. Delfin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfin braucht eure Hilfe, um den Drachen aufzuhalten. Delfin braucht meine Hilfe? Ihr kennt Delfin nicht besonders gut, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das glaube. Alter, und jetzt fick verschwindet. Dich. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Ich mach die Tür für niemanden auf. Ihr sollt euch an den 30. Eisherbst erinnern. Ah, in der Tat, in der Tat. Ich erinnere mich. In der Dann Tat. Dann lebt Delfin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Okay, Mann, dann mach auf. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Wow. Wie viele Schlösser hat er? Hallo? Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Zuerst loote ich, mein also Freund. Kämpft Delfin oh shit. Immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Was meint ihr mit, es ist hoffnungslos? Habt ihr es noch nicht kapiert? Wow. Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Okay, Mann. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt. Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Den Welpenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, Espern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delfin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber hier. Nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Lass dir Zeit. Ich brauche... Nein, nutzloser Tant. Wo ist meine Kommentanuade? Lass mich noch looten. Das Buch der Theatra. Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, okay, sonst hat reichen. Der nichts. Dann mal los. Nein. Hast du alles, Mann? Was? Mythen über... Okay. Komm, Mann, gehen wir. Kommt jetzt, mir nach. Ja. Was war das? Scheiße. Da ist der Agent der Kiel. Oh. Tötet ihn!
Alter, er macht so viel Damage. Unser neuer Begleiter. Rattenweggewölbe. Oh. Zu leicht. Komm, Maurizio. Oder wie er heißt. Nein! Fuck! Daneben! Ich werde euch brennen sehen. Ich scheine mich doch noch an meine alte Ausbildung zu erinnern. Du machst gar nichts, Mann. Okay, wo sind wir hier? Nice one. Alter, das ist so ein Labyrinth hier. Okay. Darüber. Jetzt sind wir wieder der Diebesgilde. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Ja, Mann. Da gibt es doch einen anderen Weg raus, oder? Was ich noch weiß. Oder gibt es den jetzt noch nicht? Wer ist das? Kommt mir nicht bekannt vor. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zur Auswahl. Sprich mit dem Gesicht. Wovon redet ihr? Ihr müsst Gesichtsfarben sein. Einst übte ich meine Kunst in den Salons und Gutshäusern in den nobelsten Kreisen Tamriels aus. Aber das macht nichts. Die größten Künstler werden niemals zu ihren Lebzeiten erkannt. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? Ja. Nun gut. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Weder das Schöne, noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Ah, okay. Aber dafür bekommen wir eine Trophäe. Gesicht will ich den Bart anders machen. Kopf. Paue. Mund, Haare, Bart. So gefällt er mir mehr. So. Also, so sieht er jung aus. So sieht er geil aus. Okay. Okay. Ihr braucht etwas. Es verändern. Ich kann euer Gesicht neu machen, wenn ihr es... Ich übe meine Kunst aber nicht umsonst aus. In der Tat... Es ist keine Kleine. Ja, okay. Ich war nicht immer eine. Ich habe an der Fakultät. Und doch bin ich so tief gesunken, dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern. Jetzt sehen wir geil aus. Aber wo ist mein Helm? Habe ich den abgesetzt? Hier ist er. Okay, nice one. Sehr gut. Jetzt haben wir einen coolen Bart. Okay. Hier geht's raus. Mir nach, Freunde. Jetzt reisen wir noch zu Delphin. Und dann geht's zu den Hügel, was ich noch weiß. Hier geht's lang, oder? Glaube ich nicht. Wo geht's hier eigentlich lang? Wo sind wir hier? Okay, da ist der Große.
Bitte sterbt nicht jetzt. Habt ihr das gehört? Da war irgendein Gegner. Und jetzt werdet ihr dafür büßen, euch in die Angelegenheiten der Dalmor eingemischt. Das war die Köchin, wisst ihr noch, in der Botschaft. Was wollte die Alte hier? Okay, wir müssen darüber, glaube ich. Dann da lang, ja, da sind wir gekommen. Nice one, geschafft. Okay. Dann reißen wir. Geh weg, Mann. Hey. Okay, unser Begleiter lebt eh noch. Manitretshaus. Was ist das hier? Festung Nebelschleier. Okay. Reisen wir zurück, Freunde. Aber zuerst, oder? Nein. Reisen wir gleich zurück. Wo war denn das? Okay, hier. Ja. Okay. So, Freunde, ich muss hier abspeichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Westside Kill. Haut rein, Freunde.